Der Fall Gunvor in Kongo zeigt, wie die viertgrößte Rohstoffhandelsfirma der Schweiz die Bevölkerung Kongos um ihre dringend benötigten Erdöleinnahmen bringt. Kongo ist eines der Länder, das unter dem Rohstofffluch leidet. Der Tatsache also, dass der Reichtum unter dem Boden nur einer kleinen Elite zugutekommt, die große Mehrheit aber unter Konflikten und Korruption leidet. Die Schweiz als weltweit wichtigster Rohstoffhandelsplatz steht hier in der Verantwortung. Und leider ist Gunvor kein Einzelfall. Schweizer Handelsfirmen wie Trafigura, Vitol oder Glencore tragen immer wieder zum Rohstofffluch bei. Deshalb braucht es eine griffige Regulierung dieses Hochrisikosektors. Public Eye weiß, wie das geht. Wir haben schon 2014 die Rohstoffmarktaufsicht Schweiz im Internet zum Leben erweckt und gezeigt, wie Sorgfaltspflichten dazu beitragen können, dass Korruption und Veruntreuung verhindert wird. Und ebenso gilt, Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Deshalb braucht es Transparenz. Gerade jetzt diskutiert das Parlament eine Vorlage, die Rohstofffirmen zwingt, ihre Zahlungen an staatliche Stellen offenzulegen, also etwa an die kongolesische Ölgesellschaft. Aber was hat der Bundesrat gemacht? Er hat die Handelsfirmen von dieser Bestimmung ausgenommen. Das Parlament muss jetzt diesen Liebesdienst korrigieren, denn sonst gibt es ein Gesetz, das fast völlig wirkungslos ist und nur 4 von 500 Firmen betrifft. Unsere Recherche hat ebenso gezeigt, wie Banken bei der Umsetzung des Geldwäschereigesetzes schlampen. Zu behaupten, wie die Rohstofflobby und der Bundesrat das tun, dass die Banken indirekt den Rohstoffhandel regulieren, ist deshalb völlig verfickt. Es braucht jetzt endlich griffige Maßnahmen. Helfen Sie Public Eye, damit die Schweiz diesen Hochrisikosektor endlich reguliert. Damit die Menschen im Kongo mehr von ihrem Reichtum haben. Denn globale Gerechtigkeit beginnt bei uns.